Isofaxon. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, es stimmt natürlich schon. Gemeinsam mit dem noch ausstehenden Endlagersuchgesetz ist das heute ein Schlusspunkt über eine lange währende, heftig strittige Debatte, die wir hier im Bundestag, aber auch außerhalb politisch geführt haben. Und ich meine, das passt gut in die Vorweihnachtszeit. Ich will auch unterstreichen, dass meiner festen Überzeugung nach eine Kommission noch nie so erfolgreich war und so viel Sinn gemacht hat wie diese Kommission. Das muss man in der Klarheit sagen, auch wenn ich dem Kollegen Fuchs recht gebe, dass ich ursprünglich mit Blick auf die Besetzung auch meine Bedenken hatte. Aber ich habe gehofft, dass uns das hilft, dass diese Einigung am Schluss gesellschaftlich tatsächlich fundiert und breit genug ist. Bei dem, was die Kollegin Bulling-Schröder gerade hier von sich gegeben hat, war ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Dass die Linke an der Stelle ausschert, ist klar, das war uns von vornherein klar. Deshalb haben wir sie auch nicht mittun lassen. Das muss man in der Klarheit auch mal sagen. Wir von der Union machen nichts mit ganz rechts und wir machen auch nichts mit ganz links, und zwar aus ganz gutem Grund. Das muss man mal an der Stelle deutlich machen, denn wenn ich mir anhöre, was von der linken Seite hier an unqualifiziertem und populistischem bisher zu der Debatte gekommen ist, so würde ich schon meinen, dass das ziemlich verantwortungslos ist. Und den Vergleich mit dem Flughafen, Frau Bulling-Schröder, den würde ich mir angesichts der eigenen Verantwortung der Linken an der Stelle auch mal gut überlegen. Nun gab es hier etliche Kollegen, die die Chronologie der Kernkraftgegnerschaft hier vorgebracht haben, von Gewinnern und Verlierern gesprochen haben. Ich will an dem Siegestaumel hier gar nicht rühren, weil ich glaube, dass er uns auch zum Teil zu diesem Konsens an der Stelle verholfen hat, so wie es auch der Kollege Trittin ganz maßgeblich getan hat, den ich aber an der Stelle nicht noch mal loben möchte, weil ich glaube, dass ihm das Lob von unserer, Seite in den eigenen Reihen mehr schadet. Aber er hat es klasse gemacht, das muss man dann schon auch ganz deutlich sagen. Ja, diesen Konsens, meine Damen und Herren, den sollten wir in Zukunft natürlich auch suchen. Bei der Endlagerfrage, die, da hat der Bundeswirtschaftsminister vollständig recht, schwer genug wird, aber auch bei der Energiewende. Wir haben ja, meine Damen und Herren, nicht aus Lobbyismus-Erwägungen so lange an der Kernenergie festgehalten, was die Union angeht, sondern weil uns klar war, dass diese Energiewende mehr kostet als eine Kugel Eis. Und die Kosten dieser Energiewende, die werden uns noch manchen Schweißtropfen auf die Stirn machen. Wir werden uns noch manches überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Und insbesondere dann, wenn wir sehen, wie schwer sich unsere Industrie, wie schwer sich unser Gewerbe mittlerweile tut und wie sehr die EU geneigt ist, uns politisch ständig in den Arm zu fallen. Nichtsdestotrotz, wir haben an der Stelle das Verursacherprinzip klar, Frau Kotting-Uhl, das Verursacherprinzip klar gewahrt. Und ich habe eigentlich gedacht, dass zumindest nach dem Kompromiss jetzt wenigstens das nicht mehr umstritten ist. Denn bei der Debatte um die Kernenergie wurde immer so getan, als ob das, was im Atomrecht klar geregelt war, dass nämlich das Thema Endlager zu Lasten der Verursacher geht, als ob das gar nicht so wäre. Heute stellen wir fest, es ist erstens so und zweitens, wir treffen die Regeln dafür, dass das in Zukunft gesichert ist, ökonomisch gesichert und frei von privatwirtschaftlichen Risiken. Das hätte ich erwartet, dass Sie an der Stelle formulieren. Es ist kein Schnäppchen, es ist kein Weihnachtsgeschenk. Wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk, 23,3 Milliarden zahlen zu müssen, ist, meine Damen und Herren, kein Weihnachtsgeschenk, auch nicht für die Konzerne, die angesichts der weggebrochenen Geschäftsmodelle mittlerweile schwer gebeutelt sind. Das muss man ganz klar sagen. Und Herr Säbel, das Geld ist nicht weg. Das stimmt ja so nicht, sondern es wird bezahlt. Sie haben gesagt, die linke Forderung sei es, statt Rückstellungen auf Rücklagen zu setzen. Naja,
das hat bilanziell natürlich schon einen gewissen Unterschied. Das eine ist Fremdkapital, das andere ist Eigenkapital. Nur angelegt, Herr Zebel, wird das Geld trotzdem nach der Aktivseite, das heißt, Sie sichern es damit nicht ab, da ändert sich nichts. Also ich bitte Sie dann, wenn Sie über solche bilanziellen Zusammenhänge reden, ein bisschen nachzudenken darüber. Es ändert nichts. Das Einzige, was es ändern würde, wäre die steuerliche Konsequenz. Das ändert sich, aber sonst gar nichts. Sicher sind die Gelder nicht, ob es jetzt Eigenkapital oder Fremdkapital ist, meine Damen und Herren. Wenn ein Unternehmen pleite ginge, ist das Eigenkapital genauso weg, wie das Fremdkapital am Schluss nicht mehr bedient wird. Das ist einfach wirtschaftlich bei uns so. Das mag im Sozialismus anders sein, aber hier ist es nicht so. Und wir haben an der Stelle noch einen Auftrag, was den Staat angeht, nämlich das Geld, das wir bekommen, ordentlich anzulegen, gern auch nachhaltig. Wir müssen es jedenfalls so anlegen, dass die richtigen Renditen erwirtschaftet werden. Und zweitens, wir haben den Auftrag, politische Kosten zu vermeiden, meine Damen und Herren. Das ist das einzige Risiko, das wir den Konzernen an der Stelle damit abnehmen. Politische Kosten, die wir bei jeder Gelegenheit geneigt sind zu produzieren, insbesondere auch bei dem Endlagersuchprozess. Und deshalb sollte man bei den anstehenden Entscheidungen da genau darüber nachdenken. Das heißt erstens, der Schacht Konrad muss schnellstmöglich in Betrieb gehen und der Rückbau der Kernkraftwerke zügig vorangebracht werden. Das heißt, zweitens, wir müssen vermeiden, dass die Standortzwischenlager Endlage werden, jedenfalls gefühlt Endlage werden. Denn auch eines ist klar, mit dem Abschalten der Kernkraftwerke wird sich die Haltung der Bevölkerung noch mal deutlich ändern. Die haben das bisher hingenommen am Standort. Sie werden es in der Sekunde, wo dort keine Arbeitsplätze mehr sind und wo dort nichts betrieben wird, nicht mehr so akzeptieren. Deshalb müssen wir den Menschen ganz klar sagen, der Staat wird dafür sorgen, dass die Zwischenlager nicht zum Endlager deklariert werden. Das heißt aber auch, wir müssen zügig weitere Schritte bei der Suche nach einem Endlager machen, und zwar unter dem Gesichtspunkt der bestmöglichen Sicherheit. Und bevor jetzt die Frau Kotting-Uhl wieder eine Zwischenfrage stellt, sage ich Ihnen ganz klar, ich erhalte von der Einbeziehung von Kristallin als Wettgestein gar nichts, denn Kristallin ist, und das hat gar nichts mit der Herkunft zu tun, Sie können mir höchstens vorhalten, dass ich es als Bayer ein bisschen besser weiß, wie die Geologie dort aussieht, aber es hat nichts mit der Herkunft zu tun. Kristallin ist zerklüftet und das ist ein geologisches Faktum, an dem wir nicht rühren können. Ich halte die Bewertung der geologischen Barriere als Hauptlast für die Isolation der Abfälle und deshalb das Konzept des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs für planbarer, verständlicher und nachvollziehbarer. Und deshalb sollte man sich daran orientieren. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich, sich auseinanderzusetzen mit einem ebenfalls Kollegen Trittin eingerichteten Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte, kurz AKN. Im Jahr 2002 hat dieser AKN das genauso unter dem Aspekt der Sicherheit definiert. Und wenn Sie sagen, ich würde da manchmal Ideologie und Geologie verwechseln, dann würde das ja für den AKN, den Sie selber eingerichtet haben, auch gelten. Das glaube ich nur nicht, meine Damen und Herren. Also denkt mal darüber nach, wie man das erstens sinnvoll so machen, dass die Leute sich sicher sind. Wir suchen ein sicheres Endlager. Wir tun das ohne politische Kosten zu produzieren, die am Schluss tatsächlich der Steuerzahler zu zahlen hätte. Und wir tun das mit dem Blick darauf, dass die Zeit an dem Punkt ja auch eine Rolle spielt und dass wir das auch in einer absehbaren Zeit dann auch einer Lösung zuführen wollen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche eine schöne Weihnachtszeit. Ich erteile das Wort der Kollegin.